Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute machen wir weiter mit unserer Mondstation. Dazu haben wir hier zwei Solarmodule. Ich habe die schon mal aufgebaut. Ihr könnt sie hier sehen. Später, wenn sie aufgestellt sind, sehen die natürlich noch viel besser aus. Wir machen das natürlich das Ganze mit der Mikroraumstation und hier mit der Atlantis 2. Ich würde sagen, fliegen wir einfach mal los. So, da sind wir auch an der
Mikroraumstation angedockt. Ja, hier haben wir die beiden Module jetzt dran. Ich muss das hier nur noch abkoppeln und vorsichtig aus dieser kleinen Lücke rausfliegen. So, dann wechsle ich jetzt mal zum anderen. Hier drehen wir dann einmal um. Und das machen wir einfach vorne dran. Und, na komm, geschafft. Nochmal schnell Quick Save. Neu. So, dann 7,4%. Das ist wenig. Das ist sehr wenig. Aber ich denke mal, ich schaff's. Ja, jetzt sind es nur noch 6,4. So. Das einmal jetzt umdrehen. Und zum Landen bringen. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt fliegen wir durch die Atmosphäre. So, da sind wir auch gelandet. Dann können wir auch gleich die Mission hier beenden. Wie immer erfolgreich. Und jetzt fliegen wir zum Mond. So, dann fliegen wir mal über unsere Basis. Und ich würde sagen, docken wir jetzt einfach ab, fliegen ein bisschen weiter weg, drehen ein bisschen um und ja, erstmal natürlich abspeichern. Und dann zünden wir die Düsen. Ich habe da extra noch einen kleinen Treibstofftank rangepackt, damit wir genügend Treibstoff haben. Nicht so wie beim letzten Mal, das war wirklich knapp. Deshalb, ja, habe ich noch ein bisschen mehr Treibstoff drin. Ich will da ungefähr landen, also
links vom Landepad. Da können wir eh nicht mehr viel machen. Deshalb würde ich das einfach mal dahin packen. Hurra, hurra, wir sind gelandet. Ja, da sind wir. Wir haben noch 64%, das heißt, das reicht auf jeden Fall. Und ich würde sagen, gehen wir mal. Oh, nicht zu stark, nicht zu stark. Drücken wir mal einmal auf die Nutzlastverkleidung, einmal auf das, ja, auf die Anlockschleuse. Und geben noch ein bisschen mehr Schub. Dann haben wir auch schon die obere Hälfte wieder mitgenommen. Genauso sollte es ablaufen. Dann fliegen wir wieder auf 5 Kilometer Höhe. So. So in etwa 5 Kilometer. Schnell mal kurz zurück. Und da die Solarzellen öffnen. Da haben wir unser erstes Solarmodul schon. Das nächste kommt einfach da nach links. Und ich glaube, dann ist das für die kleine Mondbasis genügend Stromversorgung. Hier müssen wir jetzt nur noch einen Mondorbit erreichen, wieder zurück, ein bisschen auftanken. Und dann fliegen wir auch wieder nach Hause. Zur geliebten alten Erde. Ich mache das jetzt einfach so mit dem Andocken. Oh Mist, das habe ich ganz vergessen. Ist jetzt doof. Wir müssen ein Manöver machen. So. Einmal so machen. Dann so. Dann so. Dann so. Okay. Das Manöver ist geglückt und das wird auf den Mondboden aufkrachen. So, und hier nebenbei noch vorbereitet fürs Andocken. Und futsch. Einfach weg.
So, die Mikroraumstation ist schon ganz nah. Da ist sie. Und ja, die ECS-Düsen sind halt viel zu kräftig für dieses kleine Gefährt hier. Man muss wirklich mit ganz, ganz sanften Fingern da drauf tippen. Wieder voll beladen mit Treibstoff. Ah, da ist nicht viel übrig. Das ist nicht schön, aber ich glaube, es klappt trotzdem. So, da gehen wir so ein bisschen weg. So, und komm schon, drehen, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ich weiß, ich flieg gerade weg. Ich muss das auch noch aus dem Weg schieben. Und komm, dock bitte an. Nee, hat keine Lust dazu irgendwie. Ah, danke. So, dann füllen wir das wieder auf und gehen ein Stückchen weiter weg von der Mikroraumstation. Beenden mal den Fokus. Und einmal umdrehen. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal weg. Das hat eben nämlich gestört. Dann beginnen wir mal mit dem Abstieg. Und stopp. Ja, noch ein bisschen weiter nach da. Da ist gut. Ja, das ist schön. Nochmal schnell abspeichern. Und landen. So, das zweite Solarmodul ist auch schon da. Schnell noch einmal kurz abspeichern, falls was schief geht. Es kann ja vieles schief gehen. Diesmal haben wir 70%, das ist sehr schön. Und jetzt wieder auf die Nutzlastverkleidung klicken, dann auf die Anlockschleuse und, oh, wir haben es ein bisschen mitgenommen. So, und Zündung. So, diesmal vorher schon ein abmachen, damit wir das nicht weiter mitnehmen müssen. Hier auch die Solarzellen ausfahren. Und dann haben wir schon zwei weitere Module. So, hier haben wir unsere Landesonde quasi. Das reicht noch nicht, wir müssen noch ein bisschen warten, aber wir steigen ja recht schnell. Außerdem kann ich jetzt schon so langsam beginnen, einen Orbit zu erreichen. Ah, jetzt 5 Kilometer. So, und komm.
Oh Mann, die RCS-Düsen sind viel zu empfindlich. Ich mach die mal lieber aus. Wieder ein Stückchen nach oben, bisschen nach rechts, bisschen nach unten. Einfach so lange machen, bis es funktioniert. Einmal umdrehen, wieder nach unten, noch ein bisschen drehen. Noch mehr annähern, wieder ein Stückchen nach unten. Die ganze Zeit so weitermachen. Und, na komm. Willst du mich verarschen? Hallo. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Moment. Kurz speichern. Und hallo, Speicher. Speichern und vielleicht nochmal neu laden. So. Nein? Doch jetzt. Dankeschön. Dann den Treibstoff nach hinten verlagern. 62%, okay. Nochmal schnell abspeichern und dann wieder zurückfliegen. Wow, das war tatsächlich ziemlich knapp. Leider kein Treibstoff mehr drinne. Dann werde ich das nach der Folge wieder auffüllen müssen. Jedenfalls haben wir uns jetzt hier zwei Solarmodule hingestellt. Ich werde mal versuchen. Nein. Nein. Ich versuche zum Landepad zu gehen, weil das in der Mitte steht. So, da haben wir auch schon die zwei Solarmodule. Hier das Landepad. Nebenbei noch die kleine Sonde, die uns hier diesen Platz ausgesucht hat. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.